Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm hier im Landwirtschaftssimulator 19. Heute ist es endlich soweit. Heute startet die XXL Kartoffelernte und ich verspreche euch, das wird ein echtes Highlight, denn in den letzten Tagen habe ich viel getüftelt, viel überlegt, viel ausprobiert, viel gelöscht, viel neu gemacht und jetzt funktioniert das System endlich exakt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Toi toi toi, dass es auch in dem Video funktioniert. In dieser ersten Folge werden wir uns heute erstmal darum kümmern, dass die ganzen Maschinen in Gang kommen, dass das ganze System funktioniert. Ich werde euch auch schon so ein bisschen erzählen und erklären, was genau wir machen und wie das alles funktioniert. Und in der nächsten Folge werden wir dann vermutlich erst Geld verdienen. Bis dahin wird es ein bisschen knapp finanziell, aber ich denke, das reicht alles. Ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange, sondern wir starten die Maschinen. Drei Kartoffelroder sind hier schon in Stellung gebracht. Einer ist schon auf dem Feld. Den Rest werden wir gleich erst losschicken. Warum, erkläre ich euch noch. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Abfahrer kümmern. Und in guter alter XXL-Farm-Manier habe ich natürlich schon einiges vorbereitet. Und ich würde sagen, wir werden die Abfahrer jetzt erstmal auf den Kurs setzen, sodass sie dann den fertigen Kartoffelroder schon abtanken können. Und dann geht's gleich weiter. Und wir werden das System, zumindest einen Teil des Systems, schon mal in Action erleben dürfen. So. Ich glaube, ich freue mich mehr als ihr alle zusammen. An der Stelle auch schon mal vielen Dank an Mario Hirschfeld. Der hat mir nämlich am Ende noch einen entscheidenden Tipp gegeben, womit das dann funktioniert hat. Eigentlich ist es ein banales System, aber bis man drauf gekommen ist oder bis ich drauf gekommen bin, hat es doch ein bisschen gedauert und das muss man auch mit den richtigen Mods kombinieren und so. Das ist alles nicht so ganz einfach. Und bevor ich es vergesse, ich habe natürlich seit der letzten Folge noch ein bisschen Geld verdient. Ich hatte noch einen Anhänger, der ist irgendwie falsch abgebogen oder falsch abgefahren oder so. Da war noch ein bisschen Soja drin. Und ich habe auch Schafwolle verkauft und ich glaube, ich habe noch was verkauft. Das heißt, ich hatte ein bisschen Geld. Das habe ich natürlich dazu genutzt, eine Anlage zu bauen. Nämlich die Kartoffelwaschanlage. Das ist sozusagen das Nadelöhr in diesem ganzen System. Und ich habe mir viele Maschinen gemietet. Zum einen die Kartoffelroder, zum anderen aber auch die Kipper, die wir hier gerade sehen. Das musste ich machen, weil wir ja mit Autodrive arbeiten. Und Autodrive mag Drehschemel noch weniger als ich persönlich. Und da ich ja nur Drehschemel habe, musste ich mir hier Anhänger mieten. Ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber geht natürlich ins Geld. Das müssen wir erst wieder verdienen. Toi, 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 dass das klappt. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich kann euch die Preise später nochmal schnell zeigen. Jetzt lassen wir den erstmal losfahren. Und dazu gehen wir hier auf den Drescher-Modus und werden dann das Feld 12 Süd auswählen. Und der zweite Punkt stimmt schon, den habe ich noch drin von meinen Tests. Und ich würde sagen, dann lassen wir den auch direkt starten. So, und bevor ich es vergesse, damit das System heute auch tadellos, wird es vermutlich nicht, aber sage ich jetzt einfach mal, damit es einigermaßen funktioniert, habe ich jetzt gerade nochmal schnell den KI-Verkehr ausgeschaltet. Besser ist das. Man kann den auch anlassen, aber wenn man es riskieren will, dann riskiert man auch gleichzeitig, dass ein Abfahrer irgendwie umfällt oder stecken bleibt oder so. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es einen Stau, dann kommt das ganze System zum Erliegen und dann Prost Mahlzeit. Das wollen wir nicht riskieren, deswegen heute mal aus. In der nächsten oder in den Folgen nach der Kartoffelernte können wir es dann wieder anmachen. Aber heute muss das ganze Dorf hier für die Kartoffeln gesperrt werden. Es tut mir sehr leid an alle Dorfbewohner. So. Und hier müssen wir das ganze Spielchen nochmal wiederholen. Das heißt auch hier der Drescher-Modus, auch hier Feld 12 Süd und dann Kartoffel-Waschanlage Abladepunkt. Und auch der macht sich jetzt auf den Weg. Ich habe übrigens weitere Punkte hinzugefügt, denn ihr erinnert euch, bei der Sojaernte auf Feld 12 gab es ja das Problem, dass die Abfahrer manchmal nicht die Drescher erkannt haben, weil die einfach, das ist hier einfach alles zu groß. Selbst für Autodrive ist es zu groß. Man könnte es auch anders lösen, dass man die einfach in die Mitte des Feldes fahren lässt und so, dann würden sie vermutlich jeden Punkt erreichen. Ich habe es jetzt anders gelöst und zwar habe ich unterschiedliche Punkte angelegt und je nachdem, wo sich die Kartoffelroder später befinden, kann ich die Punkte dann einfach wechseln. Alle sind mit dem Autodrive-Netz verbunden. Das ist natürlich seit der letzten Folge auch extrem gewachsen. Also die ganze Karte ist mittlerweile fast vernetzt. Das ist schon schick anzuschauen. Können wir aber auch alles dann später mal machen. Ach ja, ich glaube, den fahre ich mal selbst. Den Fendt. Seht ihr? Und ich bin sogar lernfähig. Nachdem ich ja oft Deutz gefahren bin und das nicht so gut bei euch ankam, fahre ich heute mal wieder Fendt. Ich glaube, ich bin es in den letzten Folgen auch schon.
Wird auch mal wieder Zeit für einen neuen Trecker hier auf der XXL-Farm, wa? So, und den fahre ich jetzt selbst schnell zu den Kartoffelrodern. Und ich nehme an, wenn wir da sind, also die anderen fahren jetzt eine etwas andere Strecke, weil ich das so eingefahren habe. Ich kenne aber natürlich die Abkürzung und die nutze ich auch. Trotzdem werden die anderen einen zeitlichen Vorteil haben. Und, ich denke, wir werden dann gleich den zweiten Roder auf jeden Fall schon mal auf den Kurs bringen, sobald der erste abgetankt ist. Und was man da beachten muss, werde ich euch dann auch nochmal schnell sagen. Und dann können wir uns vermutlich auch schon das Treiben anschauen. Ich glaube aber, wie am Anfang erwähnt, nicht, dass wir heute tatsächlich noch zum Verkaufspunkt fahren. Leider, leider. Aber ich glaube, ich freue mich mehr auf die ganze Aktion als ihr alle zusammen. Das war eine Heidenarbeit, das alles so zu machen. Aber es hat sich gelohnt. Also, es ist schon gut. Ich habe am Ende sogar, es gab sogar noch ein Problem mit den Trailern, mit den Kippern hier. Die haben am Ende auch noch Probleme verursacht. Auch die musste ich also nochmal austauschen. Aber jetzt habe ich hier schöne Krampe-Anhänger, die auch funktionieren. Ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch die Modliste aktualisieren. Ich versuche schon zu dieser Folge zu machen. Sollte das nicht der Fall sein, wird es spätestens zur nächsten Folge der Fall sein. Da sind dann alle wichtigen Mods, die ich hier verwende, nochmal drin. So, da sehen wir auch schon. Der Messer Ferguson ist zeitgleich mit uns angekommen, obwohl der einen wesentlich weiteren Weg hatte. Aber wir haben den ja auch früh losgeschickt. Und jetzt sehen wir da vorne auch schon, wie er zu dem Kartoffelroder fährt und den jetzt gleich automatisch abtanken wird. Und da kommt auch schon der nächste vorbei. Das funktioniert ja schon super. Also so kann es weitergehen. Das, genauso habe ich es mir ausgedacht, beziehungsweise genauso habe ich es erhofft. So, und ich würde sagen, wir werden jetzt auch schon den zweiten auf den Kurs setzen. Dazu müssen wir erstmal den Kurs kopieren von dem anderen Grimme Tektron 415. Ist nicht das schönste Modell, reicht aber, glaube ich, für unsere Zwecke. Habt ihr euch alle gewünscht, deswegen dachte ich mir, nehme ich das. Ist, glaube ich, ein konvertiertes Modell, hier so ein bisschen mit französischen Einflüssen. Convoy Agricole. Aber das sollte uns nicht weiter stören. Es macht auf jeden Fall einen Bombenjob und es ist spektakulär anzuschauen. So. Der richtige Modus ist schon ausgewählt und ich habe es auch so gemacht, dass ich hier einen Fahrzeugverband aktiviert habe und den Mindestabstand auf 500 Meter gesetzt habe. Das ist ganz wichtig, dass man hier einen Abstand einhält. Deswegen warte ich jetzt gerade auch noch. Ich möchte den eigentlich davon noch wenden lassen. Aber wir können hier schon mal den Motor starten. Auch wenn er ein bisschen leiser ist als von den Treckern. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber das ist sowieso hier alles nicht so ganz realistisch. Und bevor ich den jetzt starte, kann ich euch nochmal schnell erklären. Ich habe hier, ich glaube, drei Vorgewände ausgewählt. Das heißt, dreimal kann man hier rumfahren und zwar mit allen drei Rodern. Das heißt, es wird hier am Ende ein relativ dicker Rand noch sein. Den werde ich natürlich auch ernten. Das wäre ja blöd, das zu verschenken, die Ernte. Ich dachte nur, ich erspare uns das mal in den Folgen, weil ich finde, das sieht immer unglaublich doof aus, wenn der Roder nicht mit den Dämmen hier arbeitet. Also wenn der Roder sozusagen, ja, ganz quer hier über das Feld fährt und dann erntet. Das ist immer ein bisschen komisch anzuschauen, weil es so eigentlich in der Realität ja auch nicht funktioniert. Gut, das ist jetzt hier alles nicht so super realistisch, das ist uns allen klar, aber trotzdem dachte ich mir, ich mache erst die Bahn und zwar so, wie sie auch angelegt wurden und später werde ich die dann nochmal das Vorgewende danach machen lassen. Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder man macht es vorher oder man macht es nachher. Ich habe mich jetzt für nachher entschieden. So, damit fahren die das natürlich eigentlich kaputt, aber so wichtig ist das alles nicht. Ich würde sagen, der ist ausgeklappt und jetzt seht ihr auch schon, warum der Abstand eingehalten werden muss. Das Ding ist unglaublich breit, denn es ist nicht wie bei einem Drescher, der das Rohr dann einfach immer einfährt, sondern hier ist dieses Förderband dauerhaft ausgeklappt und das führt eben dazu, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. So genau, und jetzt müssen wir hinten auswählen und dann soll er am ersten Wegpunkt beginnen. Ich rangiere das Teil nochmal und dann geht's auch schon los. Hervorragend. Ab geht er, der Peter. Also der zweite ist hier auch auf Tour. Die Abfahrer stehen bereit. Den werde ich jetzt hier auch noch als Abfahrer einsetzen. Und dazu muss ich noch ein paar Meter nach vorne fahren. Der Deutz wartet da aktuell auf den nächsten, der dann irgendwie einen Abfahrer braucht. Der andere wartet im Feld. Leute, es läuft. Es läuft.
So. Ich wende hier einfach mal. Und dann machen wir auch hier noch den richtigen Autodrive-Kurs rein. So. Und dann lübt der Lachs. So, der startet hier an dem Feld 12 Süd und fährt dann zur Kartoffelwaschanlage-Abladepunkt. Übrigens, wie gesagt, schöne Grüße an Mario Hirschfeld. Wenn ihr Probleme mit Autodrive habt oder sagt, ah, ich muss da noch was wissen oder ich verstehe das alles nicht, schaut mal auf seinem Channel vorbei. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber man versteht es danach auch. Ich habe mir auch einige Videos schon bei Mario angeschaut. Wie gesagt, vielen Dank da an der Stelle nochmal, dass er da so hilfsbereit war. Und ich kann ihn nur empfehlen. So, auch er wartet jetzt hier auf den nächsten Abfahrereinsatz und da vorne läuft das alles. Ich würde sagen, wir lassen die ganze Geschichte hier mal ein bisschen weitermachen und sehen uns gleich weiter, gleich wieder, wenn der erste Abfahrer voll ist und dann zur Kartoffelwaschanlage fährt. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen Zeit vergangen, die Lagerbestände füllen sich so langsam und der erste Trecker hat sich auch schon auf den Weg zur Kartoffelwaschanlage gemacht. Wir werden uns das später anschauen, werden gleich da mal reinswitchen. Bevor wir das allerdings machen, würde ich sagen, werden wir auch den dritten Roder noch auf das Feld loslassen. Den haben wir uns ja nicht umsonst gemietet, kostet alles Geld, muss also auch genutzt werden und das ist ja auch der Reiz, genau mit dem haben wir auch geplant. Deswegen würde ich sagen, werden wir auch hier den Kurs kopieren von den anderen, also vom Tektron, und dann werden wir den auf die linke Spur setzen. Wir müssen hier noch den Fahrzeugverband aktivieren und wir sollten die minimale Entfernung auf 500 Meter stellen. Und also ich bin wirklich begeistert, überrascht und überzeugt zugleich. Wenn man ein paar Dinge beachtet bei Autodrive und Cosplay, macht es einen Heidenspaß. Und man muss sich nach niemandem richten oder so, man muss es nicht im Multiplayer machen, sondern kann das alles unter eigener Regie machen. Ich finde diese Automatisierung schon ziemlich reizvoll. Natürlich, es macht auch Spaß, selbst zu arbeiten, aber es, mit dieser Automatisierung macht es noch mehr Spaß. So, und wir werden, es wird uns nicht erspart bleiben, hin und wieder mal einzugreifen, also da mache ich mir keine Illusion. So, gut. Das ist aktiviert, das ist auf der linken Seite. Wir starten an dem ersten Wegpunkt und ich würde sagen, wir stellen den Abfahrer ein und dann sollte es auch schon losgehen. Yo, sieht gut aus. Der Fendt wartet da vorne immer noch auf seinen Einsatz. Der Deutz ist gerade weggefahren, der Messer Ferguson ist da vorne noch beim Abtanken, aber ich nehme an, dass jetzt gleich auch der Fendt losfahren wird, weil er merkt, aha, der zweite Grimme braucht einen Abfahrer. Also ich denke, bis 11 Uhr sind wir mittlerweile mindestens noch hier beschäftigt. Ich werde natürlich bis zur nächsten Folge ein bisschen weiter das alles laufen lassen. Aber auch nicht wahnsinnig viel. Wir werden uns das relativ in Echtzeit, sage ich mal, in den Folgen eben auch anschauen, das ganze Spektakel. Also ich werde jetzt nicht zu große Sprünge machen. Trotzdem, ich denke, bis 11 Uhr wird es auf jeden Fall noch gehen. Vermutlich sogar bis 11:30 hier in-game. Das wird also eine lange Geschichte und ich bin wahnsinnig gespannt, ob sich das am Ende dann wirklich noch rechnet. Denn davor habe ich ein bisschen Bammel. Natürlich habe ich mir das Projekt irgendwie ausgedacht und fand das auch alles ganz cool. Allerdings sind das ja enorme Kosten und bevor wir Gewinn gemacht haben mit der ganzen Aktion, müssen wir erstmal 80.000, 90.000 Euro verdienen. Das wird sportlich mit Kartoffeln. Ja, obwohl sie natürlich gewaschen sind, ich kann euch das mal schnell zeigen, wenn wir, ich muss mal schnell schauen, ah ja, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor er gleich an der Kartoffelwaschanlage ist, aber wenn wir Kartoffeln hier einfach so verkaufen, dann kriegen wir 360 Euro maximal für 1000 Liter, das ist ja hier die Einheit im Landwirtschaftssimulator, und wenn wir die gewaschen verkaufen, also ein bisschen Wasser dazu tun und das alles durch die Maschine laufen lassen, kriegen wir schon 100 Euro mehr. Das ist natürlich für 3 Kilo oder so total irrelevant, aber für die Massen hier, für die Tonnen, die wir hier aus dem Feld ziehen, ist das nicht ganz unwichtig. Da macht sich auch schon der nächste aus auf den Weg, deswegen werden wir jetzt auch mal switchen. Das ist nicht so ganz unwichtig. Es könnte lukrativ werden, es kann nicht lukrativ werden. Ich habe es weder überschlagen noch durchgerechnet. Da hätte ich vermutlich sowieso nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Deswegen lasse ich es einfach auf mich zukommen. Und wenn ihr eine Vermutung habt, was wir damit verdienen werden, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr glaubt. Also aktuell ist der Kontostand 26.000.
Da gehen aber natürlich immer noch Mietkosten jetzt ab. Also stündlich kommt da 1000 dazu durch diese Solaranlagen oder Gebäude oder was auch immer das hier ist. Das ist ja immer noch nicht so ganz geklärt, was hier Geld einbringt. Es geht aber natürlich auch viel ab. Wie viel genau, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme an, so 10.000 bis 15.000. Wir müssen Gas geben, möchte ich damit ausdrücken. So, aber bevor wir Gas geben, oder während wir Gas geben, zeige ich euch mal schnell, wie das jetzt hier funktioniert. Das sieht nämlich unglaublich unspektakulär aus. Sieht einfach aus, als ob man hier auf dieses Grundstück, was ja so mein Produktionsgrundstück ist, sage ich jetzt einfach mal, was ich mir letztes Mal gekauft habe. Das sieht aus, als ob man das hier einfach hingezimmert hätte, ohne Sinn und Verstand. Die Konstruktionen waren aber mal abenteuerlicher. Hier stand auch mal ein Wurzelfruchtlager. Ich wollte es da mit Förderbändern irgendwie rüberschieben, habe ich dann auch gemerkt, das geht nicht. Jetzt steht hier eine Rampe, denn der Trigger für die Kartoffelwaschanlage ist relativ weit oben. Und das führt dazu, dass man das irgendwie da hochbekommen muss. Kann man entweder mit Förderbändern, einem Radlader oder eben einer Rampe machen. Ich habe mich für die Rampe und Autodrive entschieden. Und jetzt schaut euch das an, wie grazil, wie galant der Deutz hier den Hänger hochschiebt. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, schnallen sich an, halten sich fest, gucken sich an, wie das jetzt hier läuft. Für alle Autodrive-Nutzer ist das jetzt hier Pille-Palle, wie man bei uns sagt. Es ist Quatsch, was ich hier gerade erzähle, aber für mich ist es ein großer Moment, weil ich nicht dachte, dass es funktioniert. Et voilà. Und da geht auch schon das Ding los. Da geht nämlich die Maschine hier los und schleudert das Ganze jetzt. Jetzt müssen wir auch schon schauen. Es sind jetzt aktuell nur 8000 Kartoffeln. Die haben nicht alles abgeladen hier. Okay, da war ich gerade schon ein bisschen irritiert. Völlig zu Unrecht allerdings. Ich musste den Trigger nur ein bisschen weiter noch nach hinten verschieben. Was ist passiert? Ich habe kurz vor der Folge nochmal die Anhänger ausgetauscht. Habe ich ja eben schon erwähnt, weil ein Anhänger auf dem Feld Probleme machte. War, ja, der ist da irgendwie immer so fest, hat sich da immer so festgekeilt. Da ist wohl irgendeine Box irgendwie falsch gesetzt worden oder so. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich die dann nochmal ausgetauscht und der neue braucht den Trigger ein bisschen weiter hinten, damit er komplett ablädt. Aber das sehen wir jetzt hier auch. Also das ist nur ein Klick gewesen. Nur das war natürlich der Vorführeffekt, ne? Also eine Sache ist doch schief gelaufen in der Folge, das muss ich zugeben. Aber ansonsten funktioniert es ja wirklich hervorragend. Und ich finde es immer noch schön, wie die hier langfahren. Und dann jetzt hier der große Moment, abladen. So. Hervorragend. Genau so soll es sein. Und jetzt lädt er nämlich auch komplett ab. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Mensch, da passt ja eine ganze Menge rein. Das muss ich ehrlich gesagt anpassen. Denn die Kartoffelwaschanlage braucht sehr, sehr lange. Die braucht sehr, sehr lange, um das alles zu verarbeiten. Und das wäre sonst noch ein größeres Nadelöhr gewesen. Und man hätte dann vielleicht sogar zwei von den Dingern platzieren müssen oder so. Da dachte ich mir, das ist eigentlich Quatsch. Deswegen habe ich die Kapazitäten angepasst. Und Wasser ist drin, Kartoffeln sind drin. Und jetzt wird hier so langsam, also es wird vermutlich alle paar Minuten, werden jetzt hier die Kartoffeln eben gewaschen und dann durchgeleitet. Und hier in dem Trichter bleiben die dann irgendwann und können dann automatisch übergeladen werden. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge sehen und erleben. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was ihr zur Folge sagt und freue mich auf euer Feedback. Ich bin auch sehr gespannt, was ihr glaubt, was ich dann am Ende damit verdienen werde. Sind ja schon große Mengen, die wir da runterholen. Aber all das in der nächsten Folge und dann auch hier ohne diesen Fehler, ohne diesen Triggerfehler. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.